Ich habe hier so ein Trömmelchen, ne? Und ich sag mal, da hau ich gleich drauf rum, ne? Ne? All at once on my command. Hola, hola chicos y chicas. So nämlich, wir haben den schönsten Spot gefunden. Wir sind hier auf dem Metal Frenzy Open Air. Endlich Open Air dieses Jahr. Himmel, du hast uns wieder. Im Sinne. Wir haben richtig Bock natürlich. Warum schreist du denn so? Ja, weil hinter uns schon irgendwer die Felle verkloppt. Oder so. So wie ich gleich. So wie du gleich. Heute, Thema des Tages, Felle verkloppen. Das Interessanteste heute ist, wir haben da drüben, hast du schon erzählt? Nee, ich hab gar nicht erzählt. Wir haben da drüben hinter dem Bauzaun ein Freibad. Ah! Geil. Und ich habe eine Badehose mit. Nein. Ich auch. Das heißt, was gleich passiert, lässt sich an wenigen Fingern abzählen. Und einer Hose. Wir gucken mal ein bisschen rum und dann sehen wir uns. Ne? Bis gleich. Fantastisch. So Leute, die Band vor uns spielt, es ist hot, hot, hot. Wir sind richtig stripped hier. Striptease. Das wird richtig geil, wenn wir uns gleich auf der Bühne anziehen müssen. Wir gehen jetzt zum Aufbauen. Und ihr könnt schön der Fabi hinterherlaufen, dann sehe ich schon mal, wie der Backstage aussieht. So. Vorsicht, Schlauch. Oh. Oh, danke, das war knapp. Ja, was soll ich sagen? Unser Auto ist schon leer. Nee, wird zu schnell. Da wollen die auch zu schnell. Okay, hey guys, it started to rain. So we're bringing the camera back to the car now and all the filming will be done in shit quality. Shit! Because we all have phones but we just have one camera. Shit quality like the other band's music. What? Other band's music! Stormseeker, kill! Okay, wow. I think you're in the wrong band, maybe. Maybe just a little bit wrong. Yeah, see you later and maybe you can look forward to some footage or maybe not. Let's see. Woo! Hair flip. Epic Ending. Let's go. Man, bye! Ha! Das Video ist noch gar nicht vorbei. Okay. Wir sind heute hier jetzt noch auf dem Sternenklang-Festival und wir dachten uns, wenn wir schon mal ein Video machen, dann nehmen wir euch einfach noch hier hin. Das ist nämlich auch ziemlich schön hier. Wenn euch mal die View hier reinzieht. Ah ja, wäre jetzt nicht so ein Baum, könnte man auch die Burg noch sehen. Wir sind nämlich auf einer kleinen Burg. Come to Thüringen. It's good here. Und ihr seid wieder richtig dreckig. Mm. Heute ein bisschen eine andere Reihenfolge als sonst. Wir haben nämlich schon aufgebaut. Das ganze Zeug steht schon auf der Bühne. Dann gucken wir mal, was heute noch so geht. Time for Middle Ages. Met. Trinken wir gleich noch ein Met? Safe, was? Met? Ja, Met. Du bist kein Met da. Heute gibt es nur andere Genüsslichkeiten. Ich hörte von Nuss. Likör. Mmh, oh, lecker. Könnt ihr mal an eurem Bildschirm riechen? Mmh. Riecht nach Nusslikör. Wonach riecht Nusslikör? Nach Nuss. Hallo? Filmst du? Der Olaf hat seine Schuhe schon ausgezogen, das heißt, wir sind safe. Die Laune ist gut. Ich habe schon ein Bier drin. Und schön wird das. Entschuldigung. Hast du auf meine Leier gebumst? Ratet mal, wer letzte Woche Geburtstag hatte. It me. Ah! Und jetzt alle. Happy Birthday. Ich auch. Sag mal, was ist mit dir, du kleiner Spong? Warte, ich begleite mich. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, dear Fabi. Happy Birthday to you. Das ist die Dark Folk von Happy Wunderschön. Sie tötet heimlich Katzen. Ich habe eine andere Drehleier-Spielerin in der Wildnis gefunden und das ist was ganz Seltenes. Wir gehen mal hin. Lux! Herdikerdis! Herdikerdis! Mine is slightly... What are you... Oh. I had an idea and it didn't work. Herdikerdis! Herdikerdis! Purple Gertie, purple hair, brown Gertie, brown hair. Mm-hmm. It's the Power Rangers of middle age. Yeah. Maybe. It's the rules, right? Yeah. You gotta match. We gotta match. Mm-hmm. Okay, bye.
So, Sternenklang am Abend. Es ist lauschig, es ist wunderschön. Wir hatten einen richtig guten Auftritt und wir hatten Glück mit dem Wetter. Kurz nach unserem Auftritt hat es gegossen wie aus Eimern. Alles ist nass geworden, wir sind nass geworden, aber wir hatten eine gute Zeit. Tat uns ein bisschen leid für unsere Freunde von Waldkauz und Vogelfrei. Die waren nämlich ganz schön im Regen, aber ja, schön war's. Und jetzt gehen wir noch ins Hotel. Wir haben auch alle das gleiche Hotel, das heißt... Dann kommt Teil 2. So, nach schön war's, kommt nämlich... Xofahammer. In dem Sinne. Werden wir haben. So, ich habe hier so eine richtig ramschige Setliste, ne? Die beste. Und ich habe gehört, einer von den Kraken-Power-Kommentaren gewinnt. Und die Dani hat ausgelost, welcher Kraken-Power-Kommentar gewinnt. Cut an der Stelle. Die Dani hat offensichtlich noch nicht Cut ausgelost. An der Stelle. Wird noch gelost. Ich muss sagen, ich habe selten so ein herzliches Publikum erlebt wie heute. Ja, richtig süß. Die Leute waren total nett, es war super freundlich und also Shoutout an alle, die heute da waren auf jeden Fall und Shoutout an alle, die sonst auch einfach coole Dudes sind. Wir sind super glücklich, dass ihr Fans von uns seid und mit uns diesen Weg geht, das ist einfach fantastisch. Es standen heute wieder Leute vor der Bühne, die einfach mitgesungen haben. Ruderdiplom, sag ich mal, 2.0. Ruderdiplom bestanden. Ist bestanden. Es auf dem Boden haben sie gerudert, wie Biber. Es war einfach herrlich. Und ich war hinterher nur noch blown away. Ich wusste auch gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Gut, dass du mich dann unterbrochen hast. Es war auf jeden Fall einfach herrlich, der Auftritt. Danach war auch schön. Aber bei Waldkauz war leider absolut strömender Regen. Wir haben den Sturm gefunden und den Regen gleich dazu. Aber das Publikum war hartnäckig. Aber das Publikum war... Die haben sich warm getanzt. Das war richtig krass. Es war einfach schön. Die Leute hatten Spaß. Ist sowieso, ich habe es glaube ich schon dreimal gesagt heute, das Mittelalterpublikum ist einfach Tanzpublikum. Und ich finde das sehr angenehm. Ja. Einfach mal tanzen. Das ist einfach befreiend und schön. Ich fand's super. In dem Sinne, das ist me dancing. So, Dani, Mandy, und zwar... Mandy! Mandy Mandless heißt sie, glaube ich, auf YouTube. Okay. Sie hat geschrieben, Krankenpower, ich möchte die gerne haben, könnt ihr mir in München geben. Okay, dann müssen wir dich auch gar nicht groß kontaktieren, sondern geben dir das einfach in München. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Du hast diese fantastische Setlist. Wir unterschreiben natürlich noch da drauf. Und dann bekommst du die. Und wir freuen uns sehr, dich in München... Und? Stimmt, richtig, da gehörten noch Sachen zu. Was Patches war dabei? Und Sticker, habe ich gehört. Okay, ja, geil. Okay, bringen wir dir alles mit und wir freuen uns, dich da zu sehen und dir das dann zu bereichen. Jetzt male ich drauf. Wir machen Beweisfotos, versprochen. Was ist? Ich male da jetzt drauf. Ja. Ich hoffe, das ist okay für die Mandy. Mandy, sorry, wenn nicht. It's fine. Dann bis in München, wir sehen uns. Wir sehen uns in Nürnberg und bis dahin... Hat eine schöne Woche und die Krankenpower nicht vergessen. So nämlich. Das bist du. Alter, herrlich. So viel Scheiße gelabert, ne? An einem laufenden ist doch Band ist es wieder... Ich fand's nicht scheiße. Xofahammer. In dem Sinne. Wir kriegen Daumen. Schön. Bis in unser Video. Kriegen Daumen. Und du, Freund. Ah, stellen wir wieder raus. Ja. So, wenn ihr mal richtig gut aussehen wollt, dann stelle ich mich gerne daneben. Ja, komm, perfekt hier. So, ein repräsentativer Fan. Warst du beim Konzert oder was? Ja, das erste Mal. Was hat dir besonders gut gefallen? Ja, dass die Technik mitgespielt hat. Oh! Also, nee, ich war letztes Jahr hier bei Faun, war ja dann doch ein bisschen Land unter. Oh, echt? Ja, ja. Aber die Stimmung ist nicht gekippt. Wir haben dann angefangen mit Sailor Moon, Gummibären, Pokémon etc. Oh, perfekt. Das, sehr gut. Das Volk hat sich selbst Leute, auf die Fans ist Verlass. Nee, ich habe euch heute das erste Mal live gesehen. Ja? Ich bin überzeugt. Perfekt. Ja. Das freut uns sehr. Bitte. Vielen, vielen Dank. Ja, ich habe zu danken. Ihr seid hier, bespaßt uns. Also ganz ehrlich. Ja, wir tun unser Bestes, aber wir haben selber sehr viel Spaß dabei. Das ist kaum aufgefallen. Ist das okay, wenn du im YouTube-Video bist? Okay. Jetzt schon, ja. Jetzt schon. Wie gesagt, wenn ihr mal richtig gut aussehen wollt, bitteschön. Ja, ich danke meine Visage gern zur Verfügung. Hier, also, brauchst du noch einen Job als Tänzer oder so? Sehe ich aus, als könnte ich tanzen. Ah, okay, ja, gut. Guck mal, wir haben gerade auch schon getanzt. Hast du nicht gestern so Tanzmut gesehen? Oh, wow. Okay. Gut, wir könnten jetzt auch einen auf Dr. Who machen, die betrunkene Giraffe. Die ist gut. Es wird nicht mehr schlauer. Okay, bis nächste Woche. Tschüssi. Tschüssi. Das war das beste Ende.